Bodyscan. Willkommen zum Bodyscan. Nehmen Sie sich für diese Übung etwa eine halbe Stunde Zeit. Suchen Sie sich einen ruhigen Raum, in dem Sie sich hinlegen können und ungestört sind. Bei dieser Übung werden Sie sich vielleicht tief entspannen. Bleiben Sie trotzdem wach. Begegnen Sie allen Empfindungen, die Sie spüren, und allen Gedanken mit einer freundlichen, annehmenden Haltung. Legen Sie sich in einer angenehmen Haltung auf den Boden, auf eine Matte oder eine Decke. Lockern Sie einengende Kleidung. Wenn Sie möchten, legen Sie ein kleines Kissen in den Nacken. Lassen Sie dabei die Halswirbelsäule nicht abknicken. Die Arme ruhen seitlich neben Ihrem Körper. Die Beine können Sie ausstrecken. Die Füße fallen locker auseinander. Schließen Sie jetzt, wenn Sie mögen, mit einem Ausatmen Ihre Augen. Lauschen Sie den Geräuschen, die Sie um sich herum hören. Lassen Sie sie einfach da sein und wieder vergehen, wenn sie vergehen. Lassen Sie alle Empfindungen kommen und gehen, ohne sie zu bewerten. Sie müssen nichts tun und nichts leisten. Beobachten Sie einfach nur neugierig und freundlich gegenüber sich selbst, welche Empfindungen sich einstellen. Spüren Sie, wo Ihr Körper den Boden berührt. Vielleicht an den Fersen, an den Waden, am Oberschenkel, am Becken, am Rücken oder am Kopf. Nehmen Sie Ihren Körper als Ganzes wahr. Wenden Sie dann Ihre Aufmerksamkeit dem Atem zu. Wo können Sie die Atembewegungen spüren? An der Bauchdecke, die sich mit jedem Einatmen hebt und mit jedem Ausatmen wieder senkt? Am Brustkorb, der sich weitet und wieder zusammenzieht? Oder an der Nase, wenn die Atemluft kühl einströmt und warm wieder ausströmt? Lassen Sie den Atem kommen und gehen, ohne ihn zu beeinflussen. Beobachten Sie einfach, wie Ihr Atem von selbst ein- und ausströmt. Lassen Sie sich jetzt mit jedem Ausatmen ein wenig schwerer in den Boden sinken. Vertrauen Sie Ihren Körper immer weiter der Schwerkraft und dem Boden an, der Sie trägt. Entspannen Sie mit jedem Ausatmen ein wenig mehr und bleiben Sie zugleich wach. Wenden Sie nun Ihre Aufmerksamkeit Ihrem linken Fuß zu. Bewegen Sie ihn dabei nicht. Spüren Sie Ihre Zehen, den großen Zeh, die mittleren Zehen, den kleinen Zeh und auch den Raum zwischen den Zehen. Spüren Sie die Fußsohle bis hinab zur Ferse. Fühlen Sie, ob
und wie die Ferse auf dem Boden aufliegt. Nehmen Sie den Fußrücken wahr und Ihr Fußgelenk und lösen Sie alle Spannungen. Spüren Sie Ihren linken Fuß als Ganzes. Vielleicht fühlen Sie ein Kribbeln, Wärme, Jucken oder das Pulsieren des Blutes in Ihrem Fuß. Nehmen Sie einfach wahr, was Sie empfinden, ohne jede Anstrengung und mit freundlicher Akzeptanz. Wenn Sie nichts empfinden, ist das auch in Ordnung. Denken Sie nicht darüber nach. Erlauben Sie allem, so zu sein, wie es ist. Fühlen Sie, wie Ihr Unterschenkel den Boden berührt. Spüren Sie die Wade und das Schienbein. Nehmen Sie das Knie wahr, die Kniescheibe, den Raum hinter der Kniescheibe, die Seiten des Knies und die Kniekehle. Fühlen Sie, wie Ihr Oberschenkel auf dem Boden aufliegt oder vielleicht die Kleidung berührt. Spüren Sie Ihren Oberschenkel bis zu den Hüftknochen an der Außenseite und der Leiste auf der Innenseite. Lösen Sie nun Ihre Aufmerksamkeit vom linken Bein und wenden Sie sie dem rechten Fuß zu. Fühlen Sie Ihren rechten großen Zeh, die mittleren Zehen und den kleinen Zeh. Nehmen Sie auch den Raum zwischen den Zehen wahr. Spüren Sie die Fußsohle bis zur Ferse. Wandern Sie mit Ihrer Aufmerksamkeit den Fußrücken entlang. Spüren Sie Ihr Fußgelenk und lösen Sie alle Spannungen. Nehmen Sie jetzt den ganzen Fuß wahr. Vielleicht fühlen Sie Wärme oder Schwere oder etwas anderes in Ihrem Fuß. Lassen Sie alles so sein, wie es ist. Spüren Sie, wo Ihr rechter Unterschenkel den Boden berührt. Fühlen Sie die Wade und das Schienbein. Erforschen Sie Ihr rechtes Knie, die Kniescheibe, den Raum hinter der Kniescheibe, die Seiten des Knies und die Kniekehle. Spüren Sie die Empfindungen in Ihrem rechten Oberschenkel bis zum Hüftknochen außen und zur Leiste innen. Fühlen Sie, wo Ihr Oberschenkel den Boden berührt oder die Kleidung. Nehmen Sie nun das ganze rechte Bein wahr. Spüren Sie, wo Ihr Becken auf dem Boden aufliegt und wo es sich rechts und links nach oben wölbt. Lassen Sie die Muskeln im Beckenboden weich werden. Fühlen Sie, wie sich Ihr Unterbauch entspannt.
Vielleicht können Sie eine leichte Atembewegung im Beckenraum spüren. Wenden Sie Ihre Aufmerksamkeit jetzt dem unteren Rücken zu. Wo berührt der untere Rücken den Boden? Wo berührt er ihn nicht? Was nehmen Sie rechts und links von der unteren Wirbelsäule wahr? Was immer Sie empfinden, bewerten Sie es nicht. Betrachten Sie es neugierig und freundlich und lassen Sie es so sein, wie es ist. Nehmen Sie nun wahr, wie sich Ihre Bauchdecke mit dem Atem hebt und senkt, sich ausdehnt und wieder zusammenzieht. Nehmen Sie alle Empfindungen an, die Sie spüren. Vielleicht hören Sie Darmgeräusche. Beobachten Sie einfach, wie sie auftauchen und wieder vergehen. Wandern Sie nun mit Ihrer Aufmerksamkeit weiter den Rücken und den Rumpf hinauf. Spüren Sie Ihre Empfindungen an der Brustwirbelsäule. Nehmen Sie den Rippenbogen und die Rippen wahr. Spüren Sie, wie Ihr Brustkorb Lunge und Herz schützt und wie er sich mit Ihrem Atem ausdehnt und wieder zusammenzieht. Fühlen Sie Ihre Schlüsselbeine oberhalb des Brustkorbs. Nehmen Sie alles so an, wie es ist. Spüren Sie die Schulterblätter und den Raum zwischen den Schulterblättern. Lassen Sie Ihre Schultern schwer und breit auf dem Boden aufliegen. Nehmen Sie noch einmal den ganzen Rücken wahr und den ganzen Rumpf, vom Steißbein bis zu den Schultern, vom Beckenboden bis zu den Schlüsselbeinen. Wandern Sie jetzt mit Ihrer Aufmerksamkeit zur linken Hand. Bewegen Sie dabei Ihre Finger nicht. Wie liegt Ihre Hand auf dem Boden? Spüren Sie jeden einzelnen Finger bis in die Fingerspitze. Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger und kleinen Finger. Vielleicht empfinden Sie das Pulsieren des Blutes, Wärme, Kribbeln oder ein Zucken. Was immer es ist, nehmen Sie es innerlich an. Spüren Sie die Handfläche, den Handrücken und das Handgelenk und lösen Sie alle Spannungen. Nehmen Sie Ihren linken Arm wahr. Wo liegt Ihr Unterarm auf dem Boden auf? Wo der Oberarm? Spüren Sie die Achsel und die Schulter und lösen Sie alle Spannungen. Nehmen Sie dann Ihren linken Arm als Ganzes wahr, von den Fingerspitzen bis zur Schulter.
Wandern Sie jetzt mit Ihrer Aufmerksamkeit zur rechten Hand. Wie liegt sie auf dem Boden? Spüren Sie die Finger bis in die Fingerspitzen, den Daumen, den Zeigefinger, den Mittelfinger, den Ringfinger und den kleinen Finger. Nehmen Sie die Handfläche wahr und den Handrücken. Lösen Sie alle Spannung im Handgelenk. Spüren Sie den Unterarm, wie er auf dem Boden aufliegt, den Ellbogen, den Oberarm, die Achsel und die Schulter. Lösen Sie alle Spannungen. Spüren Sie dann den ganzen rechten Arm von den Fingerspitzen bis zur Schulter. Spüren Sie nun Ihren Hals und Ihren Nacken. Fühlen Sie die Halswirbelsäule und Ihre Kehle. Vielleicht nehmen Sie wahr, wie es ist zu schlucken. Vielleicht fühlen Sie auch die Bewegung des Atems in der Kehle. Erforschen Sie, wie breit Ihr Hals ist und wo er vielleicht Kontakt zum Boden hat. Nehmen Sie wahr, wo und wie Ihr Hinterkopf auf dem Boden aufliegt. Spüren Sie die Kopfhaut bis hin zur Stirn und zu den Schläfen. Fühlen Sie Ihre Ohren. Und lösen Sie alle Spannung im Gesicht. Nehmen Sie das Kinn wahr und den Unterkiefer. Fühlen Sie die Lippen und die Zunge, wie sie locker im Mund liegt. Wo berührt sie die Zähne? Nehmen Sie den Gaumen und den Rachen wahr. Fühlen Sie Ihre Nase, Ihre Nasenflügel und den Nasenrücken. Nehmen Sie Ihre Wangen wahr und Ihre Augen, die Augenlider und Ihre Augenbrauen. Lassen Sie Ihre Augäpfel entspannt in Ihren Höhlen ruhen. Wandern Sie nun über die Stirn bis zum Scheitelpunkt. Nehmen Sie noch einmal Ihren Kopf und Ihr Gesicht als Ganzes wahr. Nun lassen Sie Ihre Aufmerksamkeit noch einmal über Ihren ganzen Körper gleiten. Angefangen bei den Zehen. Über beide Beine. Über Rücken, Bauch und Brust. Über die Finger, Hände
und Arme. Die Schultern. Den Hals. Und den Kopf bis zum Scheitelpunkt. Nehmen Sie Ihren Körper als Ganzes wahr. Spüren Sie, wie der Atem Sie bewegt, wie er in Sie hineinfließt und wieder hinaus. Lassen Sie alle Empfindungen so sein, wie sie sind. Lassen Sie sich selbst so sein, wie sie sind. Überlassen Sie sich ganz dem wohligen Gefühl der Ruhe und Entspannung und genießen Sie es. Und nun schließen Sie langsam diese Übung ab. Bleiben Sie noch etwas liegen. Bewegen Sie Ihre Finger, winkeln Sie die Arme und Beine an. Recken und strecken Sie sich ganz in Ihrem eigenen Tempo. Und wenn Sie soweit sind, richten Sie sich langsam über die Seite zum Sitzen auf und kehren Sie entspannt in Ihren Alltag zurück.